Meere hat einige Features. Viele Features kennt man nicht von Toiletten. Toiletten heutzutage sind 20 Kilogramm Keramik, die vor der Wand hängen, die den Job mehr oder weniger gut machen. Jetzt plötzlich kommt hier eine Toilette, die Geruchsabsaugung hat. Braucht man das? Ich meine ja, weil plötzlich wird das Bad ein Raum, der ein angenehmer Raum ist. Man ist nicht mehr peinlich, wenn man auf der Toilette war. Es riecht immer angenehm und der Geruch wird direkt abgesaugt, wo er passiert. Und das Ganze geschieht komplett harmonisch und ästhetisch. Nightlight. Schnickschnack. Für mich, in meiner Familie nicht. Unser Bad ist direkt neben dem Schlafzimmer. Wenn jemand nachts aufs WC geht und das Licht anmacht, wachen alle auf. Hier ist ganz unten ein ganz dezentes Licht, was angeht, wenn ich das Bad betrete. Und plötzlich können alle durchschlafen. Genauso wichtig ist für mich, dass die Spülung leise ist. Viele Leute spülen nachts nicht, weil sie ansonsten die ganze Nachbarschaft aufwecken. Hier hat man plötzlich ein WC, was das Ganze flüsterleise spült und auch noch perfekt. Diese ganzen Features sind alle neu, die gibt es momentan in Toiletten nicht. Das ist eine Welt, die wir jetzt erst entdecken, wo man erst anguckt und sagt, mein Gott, wir haben das jetzt über 100 Jahre akzeptiert. Für 100 Jahre hat die Toilette sich überhaupt nicht verbessert. Ah, es gibt ja noch einen anderen Weg.